So, willkommen meine Freunde, ich bin Vinitos, ich bin immer noch in Asunción, ich bin heute im großen Markt, Mercado Quadra heißt der. Das ist ein riesen Bereich hier, ihr habt ja gerade gesehen, wie ich hier durchgefahren bin mit dem Moped. Ich gucke jetzt mal hier so ein bisschen durch, was es so gibt, wie immer wahrscheinlich Kleidung, Elektronik-Sachen und so weiter, weil ich suche eigentlich ein Kabel für mein Handy. Ja. So, hier geht's jetzt durch. Getal, ha? Doch hier. Ja. Ja, ihr seht also, das ist ein Riesenbereich. Der Mopedfahrer hat mir jetzt gesagt, es sind 3 Quadras, also 3 Blöcke oder so. Das kann ich natürlich unmöglich ablaufen, da brauche ich 2-3 Tage dafür. Jetzt gucken wir mal. Das ist ja der Bereich hier mit Klamotten. Da stehen natürlich wieder alle im Weg hier. Also ich bin jetzt schon knapp 2 Wochen hier oder so und ich muss immer noch sagen, es ist nicht meine Stadt und nicht mein Land bis jetzt, ja. Also ist echt nicht so knaller. Also das muss jeder mal so selber erleben und herkommen. Hier stimmen einfach so ein paar Sachen nicht, die ich jetzt in Bolivien hatte, in Kolumbien, Peru und so weiter. Da war einfach, ja, da war das gewisse Etwas, das habe ich ja nicht. Und ich versuche es in jedem Video zu sagen, weil viele kennen ja auch meine anderen Videos nicht. Im Rucksack nichts drin haben, ja, leer am besten oder nichts Wertvolles. Handy, Bauchtasche, ja, verlinke ich euch unten. Weil hier rennen natürlich wieder viele Diebe rum. Das ist komplett geisteskrank, was es hier wieder an Sachen gibt. Hier frage ich mich halt immer, die Leute, die stehen hier den ganzen Tag halt vom Laden und warten auf Kundschaft und fragen natürlich an, hey, Amigo, komm rein und so, kauf was. Ich kann natürlich unmöglich bei jedem was kaufen. Wie die halt hier überleben, ja. Und hier gibt es ganz viel Kappen und sowas. Sieht interessant aus, sieht gar nicht so schlecht aus. Ah, hier, guck mal, hier, das sind die, die hatte ich mal hier. Gibt wieder die ganzen Straßenhunde, ja, wie in jedem Land. Aber ich muss ehrlich sagen, hier sind das nicht so viele wie in den anderen Ländern, wo ich war. Hier hält sich das irgendwie in Grenzen. Da gehe ich mal gucken, was geht hier. Das wird jetzt der Mercado Quadra sein, das alles hier, das zählt irgendwie dazu. Muss ich mal reingucken. Ah ja, da gibt es lauter Klamotten, wie immer für Frauen und so. Sieht aber ziemlich leer aus hier. Ne? Ah, hier gibt es elektronische Sachen. Ah nee, also hier ist nichts, glaube ich. Ich glaube, hier gehe ich wieder raus. Nee, also hier ist nichts, wie ihr seht, alles tot. Gucken wir mal an, wie viele Jeans das hier gibt. Hier drin auch nochmal, das ist ja verrückt. Also das, hier gibt es für jeden was, ne? An Klamotten. Ich lasse jetzt auch mal meinen Rucksack hier zu, mit Reißverschlüsse. Tu den nach hinten und nachher gucke ich mal, ob was offen ist, ja. Das ist so wie in El Alto in Bolivien, wo sie mir versucht haben zu klauen. Ja, ich verlinke euch das oben. Hier gibt es auch übelst viele Wechselstuben. Ich wollte ja meine Bolivianos schon lange wechseln, aber keine Chance. Ihr kriegt da über 3- oder 4-fache weniger, als es eigentlich wert ist, regulärer Tauschkurs. Das ist unglaublich, zum Kotzen hier, ja. Vielleicht kriege ich es dann in Argentinien oder so, je nachdem, wo ich noch hingehe. Hier jede Menge Schuhe, ohne Ende, ja. Einfach mal hier ein bisschen das Leben aufnehmen, wie viele Leute hier sind. Wir haben heute Samstag. Und hier in Paraguay, ja, es ist Sonntag, ist tot. Also es ist unglaublich. Hier ist echt tot, hier geht gar nichts. Und Samstag ist wahrscheinlich mehr los. Und noch zur Information, Paraguay ist übelstes Migrantenland, ja. Also gibt es extrem viele Ausländer, viele Weiße, viele Europäer. Aber jetzt hier irgendwie nicht. Hier sind viele Einheimische. Ah, das sieht interessant aus. Da gehe ich jetzt mal rein hier. Also hier gibt es die ganzen Behälter fürs heiße Wasser. Jetzt habe ich das auch mal kapiert. Tereré, das ist der kalte Tee, wo die hier trinken. Und Mate-Tee, das ist warmer Tee. Ja, ich habe es noch nicht probiert. Ich bin irgendwie noch nicht dazu gekommen. Ah, hier kommt auch mal ab und zu mal Obst und Gemüse. Zwischen den Schuhen und den Klamotten hier. Aha. Das ist jetzt der Mercado Quadro. Laut Google hat er zu. Ich bin jetzt mal auf gut Glück hier reingefahren und wie man sieht, ist alles offen. Ja. Ah, Original Gucci wird hier auch angeboten. Ne? Und Schutz. Sagt mir jetzt nichts, Schutz. Also speziell jetzt hier wird es richtig eng. Hier gibt es extrem viele Diebe, ja. Also hier muss man echt aufpassen. Immer gucken, machen, tun. Ist ein bisschen nervig, muss ich sagen, aber so ist es halt. Ich habe jetzt schon so einen Spider-Sensor entwickelt irgendwie. Kann natürlich trotzdem noch passieren, ganz klar. Hier gibt es die Thermoflaschen und mit Handyhüllen und sowas, ja. Hallo, ¿qué tal? Ja. Hier sind übrigens sehr viele Deutsche. Ja, also jetzt, ich habe jetzt noch nicht so viel Kontakt gehabt, ehrlich gesagt, weil ich bin ehrlich, ich meide die Touristen. Ja, ich kenne ja von den anderen Videos, ich mag das nicht so. Ich bin ja der Fan jetzt hier von den Locals, ja, wo hier viele
Einheimische sind, ah, interessant, jetzt gehen wir mal hier rein. Hier gibt es wohl Essen und sowas, Käse wieder, Gemüse. Ah ja, hier ist Leben. Ja. Spielkonsolen. Ja. Mit ohne Ende Käse. Ja, ja, das mag ich hier, das ist local. Ja. Das ist das echte Leben hier, ohne Touristen. Okay. Ah, ist ganz schön was los hier. Was gibt es hier zu essen? Ah, das ist so fertig verpackt schon. Okay. Ich könnte eigentlich auch noch was essen, aber ich glaube, ich warte jetzt mal noch ein bisschen. Gucken wir noch ein bisschen jetzt hier rum. Ja. Ah, das ist der Fleischmarkt. Ich rieche schon wieder. Ich gucke mal es kurz an, ja. Es gibt ja noch Leute unter uns, die das nicht kennen. Aber das riecht extrem, muss ich sagen. Ja. Ah, das sieht aber gar nicht so schlimm aus. Hier irgendwo mit dem Fisch und so. Ja. Ja. Weil hier haben sie ja den Rio Parkway direkt daneben, also es wird alles von da kommen, ja. Okay? Ja, die, muss ich mal gucken in den Kindern, da gibt es oft Bettelkinder. Ja. How are you? ¿Cómo estás? Ah ja. ¿Es solo pescado acá? Sí. Ja, mucho pescado. Okay. ¿Qué buscamos? Ja, listo. Okay. Ah, hier guckt man hier Leber oder so. Hä? Saludos a Alemania. No. No, no, gracias. Da will ich mir Süßigkeiten verkaufen. Was will ich Süßigkeiten? Ja. Ja, bei den Kindern aufpassen. Sind auch Trickdiebe dabei. Hier gibt es so verschiedene Maschen. Und das wird ja natürlich was aus der Tasche klauen und so. Also der Markt ist jetzt nicht so geil, muss ich sagen. Also der ist nicht so groß. Hier ist viel zu. Gut, da wird das ganze Fleisch hier drin liegen, ja. Liegt hier halt einfach so rum, wie man es so kennt. Ja, hier gehe ich mal wieder raus. Ja, das sind so diese Friseure hier. Das wird für die Frauen sein, ja. Also hier gibt es alles. Anscheinend der Markt ist der größte oder einer der größten Märkte hier in Asunción. Ja. Und warum ich wundere, warum ich jetzt die Jacke anhab, obwohl in dem letzten Video warm war. Es ist Winter geworden, ja. Es ist arschkalt geworden. Innerhalb von einer Woche jetzt, bap, richtig kalt. Ich friere schon nachts, ja. Ich muss schon in der Klimaanlage die Heizung anmachen. Aber man hat mir erklärt, das ist nur vielleicht 2 Wochen. Und dann wird es wieder warm. Also langsam wird es wieder wärmer. Komplett chaotisches Wetter hier. Ja. Kompletter Irrgarten, ohne Scheiß. Das ist unnormal, wie groß der hier ist. Also ich habe ja schon viele große Märkte gesehen auf der Welt. Ja, aber es ist immer wieder erstaunlich. Ja. Also hier muss man irgendwie wissen, wo was ist, sonst verläuft man sich total, so wie ich jetzt. Keine Ahnung, wo ich jetzt hier lang gehe. Ja. So. Cinto barato, cinto. Hier gibt es lauter Essen. Keine Ahnung. Ah, guck mal, was die hier machen. Das sind so Burger oder sowas. Ah, ah, Hamburgeser, ja? Hamburgeser. Ah, ja, okay. Ah, okay. Ja, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich esse hier leider sehr schlecht. Ich ernähre mich sehr schlecht hier, weil das Essen ist echt nicht so der Knaller. Also es gibt halt diese Local-Märkte. Die sind, kann man vergleichen wie Bolivien und so, aber die sind auf jeden Fall mindestens das Doppelte teurer. Man bekommt keine Suppe dazu, kein Getränk, nur das Hauptessen. Und die Leute sind sehr fettleibig hier, muss man sagen. Also es ist schon sehr auffällig, ganz anders als Bolivien. Kann man vergleichen mit Panama vielleicht. Und da ich keine Küche habe, kann ich einfach nichts machen selber, ja, das ist halt nervig. Ich laufe jetzt einfach mal hier lang, also mal gucken, was ich jetzt hier noch so finde. Müsst ihr mal in die Kommentare schreiben, ob euch solche Märkte überhaupt interessieren. Also mich interessiert das, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Sind zwar, die ähneln sich zwar immer, aber ich finde das Gewusle immer so krass hier. Das sind hier diese Pflanzen für den Tee, wo die hier reinmachen. Das kann man sich zusammen mixen. Ja. Hat mir einer erklärt, da gibt es verschiedene Pflanzen für verschiedene Krankheiten oder Unwohlsein. Und die mixen dir das dann zusammen, das kann man dann als Tee trinken. Der ruft da irgendwas die ganze Zeit. Getal, ja. Ah, das ist Mais, ja. Mais? Das ist Mais? Die Familie. Ja, ja, listo. Pero ist Mais, ja, Queso. Ah, okay. Rennt er damit so viel Chips darum? Aber die Leute sind prinzipiell nett, da kann man nichts sagen. Also meine Erfahrung prinzipiell, die Bevölkerung in jedem Land
ist freundlich und aufgeschlossen, ja. Es gibt natürlich, wie gesagt, immer ein paar Idioten. Na, viel mal, jo. Aura, geht halt. Ja, wie immer, wenn ich mich filme, die winken rein, dann muss ich die Kamera drehen, weil sie denken, ich filme sie, ja. Jetzt guckt euch mal den Verkehr hier an, das ist ja komplett geisteskrank. Übelst was los hier. Ja. Como estás, ha? Tudo bem. Hã? Hã? Sim. Sim. Mucha gente hoy, ya? Mucha gente, mucha gente. Ya, ya. A él no te gusta, ¿no? ¿De qué país vos sos? Yo, a Alemania. Alemania, sí. ¿Y tú? Yo soy francés. ¿Tú, francés? Frankreich. Ja, ja, okay. Bye, bye. Bye, bye. Hallo. Alemania! Ja, sonst hättest du aus dem Auto fragen, wo ich herkomme, was geht. Ja, ich fahre hier auf. Ist halt so. So als blonder, ihr wisst schon. Jetzt bin ich irgendwie aus dem Markt rausgelaufen. Ich wollte eigentlich jetzt wieder rein in eine andere Abteilung. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo es hier lang geht, ja. Jetzt bin ich hier irgendwie auf der Hauptstraße gelandet. Aber was ich noch erwähnen muss, also, ja, es ist halt eine Geschmackssache, ne? Aber die Frauen hier sind persönlich null mein Fall. Also, es geht überhaupt nicht. Das ist, also ich finde die weder attraktiv, noch sind die hier sportlich oder so, was ich mag. Die sind halt auch sehr, sehr pompui. Und die Zuverlässigkeit, die lässt ja extrem zu wünschen übrig. Ich glaube, das habe ich noch in keinem anderen Land so schlimm erlebt. Jetzt muss ich hier irgendwie durchkommen, ganz eng. Ich glaube, jetzt hier mal gucken. So. Das ist auch so eine typische Straße mit lauter Getränken. Was ich jetzt eigentlich suche, ist echt mal so ein Markt, wie man es kennt von Bolivien, wo ich euch gezeigt habe, wo es nur Essen gibt. Gescheites Essen. Ja, also eine ganze Essenshalle. Das ist nämlich so eine Sache hier mit dem Essen. Das ist einfach nur, oh, ich weiß nicht. Also man kommt hier irgendwo, man läuft hier lang und man findet quasi kein Essen. Ja, ich finde es, also es ist nicht so, wie gesagt, in Bolivien, Peru bist du raus. Bei Thailand brauchen wir ja gar nicht reden. Da hast du quasi überall irgendwo ein kleines Restaurant, wo die Einheimischen essen und so. Aber hier ist es unglaublich schwierig. Also ich weiß nicht, das hatte ich so auch noch nicht erlebt, so schlecht. Ich meine, ich bin jetzt irgendwie im Kreis gelaufen, bin vorhin da lang, jetzt bin ich im Kreis, jetzt laufe ich wieder hier lang. Ja. Was ja auch anders ist, zum Beispiel, ich muss halt jetzt auf Bolivien zurückkommen, weil ich halt von da komme. Schreit er da, Alter, was sind doch, manche sind doch hier behindert, hey. hier gibt es sehr viel Armut, ja, also es ist ganz anders. Bolivien gab es das natürlich auch. Aber hier gehen sie dir mehr auf die Nerven. Hier kommen sie wirklich näher, gib mir Geld, gerade die Kinder und so. Und Bolivien war das nicht so, die hatten da ein bisschen mehr Respekt. So, das ist jetzt zum Beispiel. Ich will ja jetzt ja niemanden hier blöd anmachen und so, aber wie gesagt, die sind halt ein bisschen mehr pompoi hier. Ja. Und ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ich denke mal, die trinken einfach auch viel Cola hier. Das sieht man ganz oft, dass die einfach so riesen Flaschen haben. Eine Person, zack, ballern die runter beim Mittagessen und so. Und halt dieses Kentucky Fried Chicken gibt es hier und McDonald's und den ganzen Müll halt, ja. Obwohl die eigentlich gutes, traditionelles Essen haben hier, mit Pollo Arroz. Also mit Hühnchen und Reis und so. Mal, hier machen sie auch Essen. Ah, hier gibt es dann so Würstle und Hamburg auch mit Ei, ja. Das war jetzt sehr fettiges Essen, aber wenn du halt fettig isst, du wirst ja nicht unbedingt fett, das ist der Zucker halt. Aber wenn du zu viel Kalorien zu dir nimmst, wie zu viel Fett, dann kann das natürlich auch passieren. Aber es ist der Zucker. Der Zucker ist Gift. Hier, das sind hier wieder diese Kräuterbündel. Sieht auch so aus, als wenn es hier ein bisschen größere Schuhe geben würde, ja. Falls ich mal welche brauche. Das ist irgendwann mal jetzt bald soweit. Ja, was ist das? Das Kind liegt einfach da rum, okay. Ja, hier gibt es jetzt ein bisschen mehr Elektronik. Ah, das ist ein reiner Laden hier jetzt mit Gewürzen. Guckt euch das mal an, aber das ist mir jetzt zu voll, da reinzugehen. Ja, das ist alles möglich dabei. Ich weiß nicht, Zimt, Nelken und was es nicht alles gibt. Hier für die Kinder, Fasching oder was auch immer die hier haben. Jetzt bin ich am Ende rausgekommen. Ich habe nichts zu essen gefunden bis jetzt. Also es ist wirklich nicht leicht, muss ich sagen. Ah, hier gibt es eine kleine Abteilung mit Blumen. Ja, brauche ich natürlich jetzt nicht. Guckt euch mal an, wie schön die aussehen. Oder ist das alles, das ist Plastik, Alter. Das ist alles Plastik, Mann. Ja, das kommt davon, wenn ich oft nur durch die Kamera gucke. Ah, guck mal hier gibt es so richtig viele so, wie sagt man denn, geflechtete Sachen, Korbsachen, ja. Das ist ja nicht schlecht hier. Ich gehe mal ganz kurz hier durch. Für jemanden, den das interessiert, ja. Bin ich jetzt hier richtig? Komme ich hier wieder raus? Ah, hier komme ich raus. Ah, guck mal, da wird's. Ah, hola. Käse esse?
Tabaco. Tabaco. Ah, guck mal, das hier, der Kamera, Parafumo. Parafuma. Sí. Ist das final? Este es el producto final. En serio? Sí. Ah, es fuerte? Sí, olé. Ja, ja, no fumo, pero conozco de República Dominicana. Pero es, es muy diferente, guckt euch das mal an, das sieht nicht so aus wie eine Zigarre, irgendwie anders. Es ist para, no fumo completo o solo... solo para masticar. Ya solo sí. Para disfrutar, ja? Sí. Con un ron. Exacto. Ja, also mit rum kann man das nehmen, man pafft das. Ah, ¿en cuánto costa? Esto está 1000 guaraníes. Un mil? Sí. Ja, soll ich mir mal eine mitnehmen? Probiere ich mal. Ich rauche zwar nicht, aber ist egal. Ja, dann quiero probar para más tarde. Solo, es completo solo tabaco. Tabaco. Ja, so nun otra cosas. No, no. Boah, wir können es jetzt nicht riechen, aber krass, das ist original von der Pflanze. Ah, okay. Was man hier alles entdeckt, zufällig, ja? Ich glaube, das sind jetzt ein Mill, das hat mir mal einer gegeben. So, das ist so ein Mill, oder? Okay. So, ja, jetzt macht es nur rein. Okay. Das ist ja auch ein interessantes Kätzchen jetzt, wo hier liegt. Hola. Wo hier die Schilder ihr Leben. Ja. Ah, ist das hier ein Tabaco? Ah, okay. Listo. Also auch hier macht die Frau Tabak. Ja, okay. Gracias, feliz dia. Ja. Oh, guckt, das kommt davon, wenn man hier rumläuft, einfach planlos. Ich glaube, hier habe ich was zum Essen oder so, oder? Hier ist so eine Halle. Das sieht aber auch ein bisschen merkwürdig aus, muss ich sagen. Ah, vielleicht da lang. Ja, manche von euch denken jetzt vielleicht, wie kann der hier essen? Die Frage stelle ich mir auch gerade. Ich weiß nicht, ich bin jetzt wieder da gelandet, wo ich vorhin schon war. Jetzt wollte ich aber ganz woanders hin. Ja, so hier gibt's Essen. Was haben die denn hier? Oh, das sieht aber gut aus. Hola, ¿cómo estás? Oh, ¿qué es eso? Das sieht ja gut aus, das nehme ich jetzt. Das sieht ja muy rico, ja. ¿Cuándo vale? No, ahí la señora no sé cuándo. 25 el plato, así con eso nada, vamos. ¿Cuándo? 25. Oh, das ist sehr teuer im Gegensatz zu Bolivien. Ja, die Gusteria, ja? Quiero probar. El mismo? Después, o tiene pollo? No, ja, dann eso, ja? Es suave, ja? Gusta suave, ja? Okay, dann. Also 25.000, das sind jetzt knapp 5 Euro. In Bolivien habe ich, was habe ich bezahlt? 2 Euro. 3 höchstens. Mit Getränk und Suppe. Wie kriegt jetzt das Reste, ja? Si quieres con poroto. Te pongo al lado un poco. Salada poroto. ¿Y acá? ¿Qué? Salada poroto. Ah, sí, un poquito. Sí, un poquito. Ja. Rote Beete gibt es ja auch noch, ja. Ja, listo, todo bien. Das ist nur mucho mi favorito. Rote Beete ist nicht so geil, finde ich, aber für die Gesundheit muss man sich ab und zu mal reinziehen. Gracias, okay. Das ist jetzt mein Stick, sieht ein bisschen anders aus als bei ihm, naja. Okay, gracias. So, jetzt noch Besteck, Cubiertos. So, Yucca habe ich auch noch bekommen, ja. Yucca-Wurzel. Ja, das ist jetzt das Fleisch hier. Es sieht doch super aus und schmeckt auch mega geil. Ja. Also sehr zart. Also war es okay, man konnte es essen. Aber wenn ich sage, es ist teuer, meine ich ja nicht teuer, weil es ist ja eigentlich relativ günstig. Aber es ist halt teurer wie in Bolivien. So meine ich das, ja. Und jetzt natürlich habe ich das hier entdeckt. Ja, hier geht's hoch. Oh, die ganze Fressmeile ist. Das gucke ich mir jetzt aber noch an. Vielleicht komme ich ja noch mal her. Ja. Ich zeige es euch auch mal noch. So, ah, hier, guckt. Das ist jetzt so eine Fressmeile. Ah, die ist aber ein bisschen anders, als ich es sonst kenne. Ja. Ah ja, okay. Ja, so. Das ist okay hier. Ja. Ja, terminé, gracias. Ja, gut, dann weiß ich das nächste Mal, dass ich hier hingehe. Seht ihr so, das ist hier so eine Fressmeile. Das sieht ihr, die haben alle so verschiedene Namen. Okay, Lili. Gut. La próxima, gracias. Gut. Ja, alles klar. Nächstes Mal. Ja, jetzt muss man sich hier durchkämpfen. Ganz schön voll geworden. Abnormal hier. Ohne Scheiß. Hier kann man zocken. Glücksspiel. Ja, das ist Asunción hier. So sieht das hier aus auf der Straße. Bis dahinter. Guck mal hier, was geht. Wow. Krass. Yummy, yummy. So abartig der Verkehr hier.
wie man hier läuft, einfach so mitten auf die Straße. Ich kenne es ja nicht anders. Muss man schon gut aufpassen. Das war es auch von dem Video, meine Freunde. Wie immer, kommentieren, abonnieren, Daumen nach oben. Unten habe ich noch einen Instagram-Link, ja. Könnt ihr mir folgen, wo ich live bin, weil die Videos verspätet kommen. Noch einen Kaffeespenden-Link, da freue ich mich immer. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.